Also geh mal nach hinten und guck mal, wie viel du da hinten überhaupt einpackst. Weil sonst kannst du hier vorne machen, was du willst. Einsatzwagen ist Was unterwegs. produzierst du denn hier vorne? Also du produzierst hier vorne Kunststoff? Oder was produzierst du? Nee, das wird ja, aber es kommt ja verpacktes Öl. Ja, wird das ja entpackt. Ja. Habe ich ja das schwere Rückstände und das wird ja wieder eingepackt in Fässer und die werden ja zurückgeschenkt. Ja. Und eigentlich da. Die schweren Rückstände sind ja kein Problem, die gehen ja weg. Das ist ja der Abfall hier. Du brauchst ja erstmal Öl, du brauchst ja genug Öl. Ja, und da geht es nämlich jetzt los, deswegen. Eine kleine. Du brauchst hier vorne nur Kunststoff oder noch mehr? Ich bin jetzt schon weg, ich weiß gar nicht, wo du stehst. Ich will jetzt mal eben gucken, dass wir denn Weil ankommen. mein Gedanke ist. Ich muss mal kurz gucken hier. Eigentlich auch Banane wie Hose hier. Find's auch wieder nix wieder in dem Plunderlohn. Jetzt habe ich natürlich sortiert, jetzt finde ich noch weniger wieder. Lassen wir den frei, dann kommen da die Dings rein. Hier kommen Computer rein. 17 Stück. Hey, bin ich dumm? Ja. Ich brauche 50 von den Dingern, oder? Ja. 50 Computer. Produziert er hier? Motoren, Statoren, genau. Und hier, was hat er produziert? Genau. Ich die Röhrenproduktion umstelle auf. Wo ist es? Ah, das macht er dann wahrscheinlich mit den Dingens. Wahrscheinlich mit den Dingern. Oder? Kurz gucken. Ja. Aluminiumbarren. Sortieren. So, ich bin jetzt da. Habe keine Eisenplatten mehr, als ein Dramalama. Ich hätte dich alles hier angeschlossen letzte Mal. Das Problem ist, es kommen auch nicht. Brauchen die denn hier? Leere Kanister. Kommen auch nicht genug leere Kanister an. Das heißt, wir müssten irgendwo einmal zusätzlich leere Kanister produzieren. Bei Ruhe haben die hier nicht alle genug. Eine kurze Überlegung, bevor wir weitermachen. Ja. Bevor du jetzt das ganze Spektakel von hinten nach hier vorne holst, wäre es nicht überlegenswert, ob wir Kunststoff und so weiter da hinten produzieren lassen, einfach das Kunststoff nach hier fahren. Überlegung, einfach mal so einen Raum geschmissen. Ja, also mir geht es ja da nicht um. Geht es mal eigentlich um Kunststoff? Ja, das Ding ist, wir müssen es halt jetzt alle hier aufbauen, was ich da hinten halt habe. Ne? Das ist halt die Frage. Weil eigentlich ist ja Aber jetzt. du baust, du den ganzen Platz bauen wir da eh nochmal um. Ja, aber jetzt erst da hinten, nach hier hinten erst bauen. Ja. Ja, theoretisch könnten wir jetzt einfach händisch eben, weiß ich nicht, 1000 von den Kanistern dabei werfen. Das ist ja nicht die Arbeit, kann ich ja hier eben oben bei mir produzieren lassen. Ja. Warte, sage ich dir sofort, ob du mir was mitbringen musst. Sekunde. Kein Strom, ist mir doch wurscht.
theoretisch müsstest du mir nur Kanister, Plaste hier, wie heißt das noch? Kunststoff mitbringen, dann kann ich dir das produzieren. Kunststoff haben wir genug da oben. Dann kann ich dir eben 1000 Stück produzieren oder so, dann schmeiße ich die da wieder ins System und dann rollt der ganze Rodel. Ja, hier, ganz hinten. Da, ganz hinten, da ist so ein ganz hoher Container. Ja. Da musst du mal gucken, da ist ganz viel Kunststoff drin. Bis zum Erbrechen. Bis zum Erbrechen, ja, dann mache ich erst eine Kunststoffsache, dass das läuft. Zack. Obwohl, ich habe hier oben auch, glaube ich, noch super viel Kunststoff hier oben mal eingelagert. Das könnte ich jetzt ja eben optimal wegproduzieren. Also das war mir jetzt gerade nur so in den Kopf gekommen, ob das nicht Sinn macht, ob wir da nicht dann sagen, wir lassen Gummi und so weiter da hinten produzieren. Wenn wir Platinen oder irgendwas brauchen, oder dafür, das braucht Kunststoff, das Zeug, dann holen wir das von da hinten nach hier hin. Einmal ein Pudding gelatscht, läuft. Sollte man auch am Strom anschließen, oder nicht? Ja. Macht Sinn, oder? Ja, schon. Produziert er jetzt? Ach, die kommen mit dem Zug. Was? Die, ach ja, stimmt, die leeren Kanister kommen ja mit dem Zug. Ja. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte mir im Zug. Hast du die ganzen Energiefragmente mitgenommen? Ja. Ach man, ich brauche 2. Ich habe 3 noch hier. Warte, dann komme ich jetzt zurück. Bring mir Aluminiumbarren mit, bitte. Ja, kann ich machen. So viel wie du tragen kannst, mach voller Inventar. Ja, Inventar ist schon relativ voll, warte, ich leere das hier erstmal. Problem kenne ich. Kennt man, ne? Ja, warte mal, ich sortiere das hier mal eben. Was kann hier bleiben? Definitiv, das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben, das kann da bleiben. So, was sagst du, brauchst Aluminium? Aluminiumbarren brauche ich, so viel wie du tragen kannst. Ja, guck ich mal, ich schon was finde, was dein Herz glücklicher macht. Schauen wir mal. Ne, Gummi haben wir noch genug. Nichts mehr von. Das ist das andere Zeug. Das ist der Schredder. Alles noch genug. Ja, wieso? Ja. Du brauchst so viel, wie es geht. Bring mal mit, das Zeug. Das geht hier oben wohl weg. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was mitgenommen. So, das läuft. Die Produktion läuft. Ich weiß auch, warum das hier nicht weitergeht. Ich weiß auch, warum das hier nicht weitergeht. Warum? Die Kohle hier scheißvoll ist.
ist ja auf einen Förderband geschissen haben, den Rödel. Ja, das ist an sich ja richtig, aber die Kraftwerke verarbeiten das nicht, wo das Kohle hingeht. Kein Strom, sagt er, das kann ja nicht sein. Doch, sind doch alle angeschlossen. Ja, sind doch alle angeschlossen. Nee, ich brauche noch Wasser. Aha, wieso kommt jetzt kein Wasser? Mein Wasserproblem, habe ich das nicht gelöst letzte Woche? Ich komme auch. Nützt nichts. Na, nee, ich verstehe das. Ich weiß das Problem. Das Problem ist, du hast zwar Wasser hier hingebaut, das ist richtig. Es geht auch durch mehrere Anlagen. Das Problem ist, du brauchst, um dass die Anlage läuft, brauchst du Bauoxid. Das hängt aber auf dem Förderband fest, weil der Kohlebums voll ist. Den geht das nicht, aber ich brauche hier noch einen Container hin. Alles gut. Regel das schon. Ein Dramalama. Ich komme jetzt trotzdem mal hingucken. Ja. Weiß nicht, wie der Stand letztes Mal war da hinten, deswegen. Wir haben jetzt über 3 Stunden gezockt und wir wissen über 4 schon fast. Und wir wissen, ich weiß nicht, wie wir da hinten letztes Mal stehen geblieben sind. Aufzug bauen. Wichtig. Vielleicht trennen wir das Zeug auch einfach wieder und fertig ist hier ein Zerrödel. Ja, alles gut, ist ja. Da, es geht wieder, alles gut. Ich komme. Ah, das geht. Das geht wieder. Ah, ja, jetzt läuft der Bums hier auch wieder. Okay, geht doch. Aha. Jetzt. Kommen denn die leeren Kanister, wenn ich mal fragen darf? Bitte? Ich überlege, ich gucke gerade, wo die ihren Kanister ankommen. Ah, da kommt jetzt gerade ein LKW-Zug an, also sehe ich es gleich sofort. Auf dem hintersten. Also auf dem, wenn du im Bahnhof stehst, der vorderste, wenn der Zug einfährt. Ich guck gerade. Ah, jetzt geht das hier auch weiter. So, jetzt kommt da. Das müsste ja dann auch theoretisch gleich Wasser rauskommen. Das tut's auch. Das heißt, dann müsste das Gerät hier auch gleich seinen Dreh wieder aufnehmen. Korrekt. Dann musst du ein bisschen dampfen gleich und dann gehst du wieder ans Weg. Er bringt gerade mal 76 leere Container die Minute. Ja, da können wir ja gar nichts mit anfangen. Das ist ja viel zu wenig. Wir packen, wir das ist ja gar nichts. Na gut, aktuell kommt halt auch nichts an vorne. Was soll er wegfahren dann? Naja. Ich guck mal, Junge, ich latsch mal ganz kurz hinterher, um zu gucken. Ah, hier läuft das, hier wird das da synchronisiert mit dem, das macht auch Sinn. Und dann wird das nur verbraucht, um wieder zu verpackt werden, dann geht's wieder zurück, der ganze Rödel. Jo, echt so. Und der hier, das wird verteilt genau auf die. Und da kann ich. Hast du Kabel, die noch irgendwo rumfliegen? Bestimmt, ne? Dann habe ich im Inventar zur Not. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Da irgendwo ist ja. Ja, du bist. Geh mal hinten hin. Guck mal hier zu mir. Na, ich sehe dich. Ich lege es mal hin. Ich guck mal, ob es. Ich habe genug Kabel mit. Geht. Ja, reicht. Kein Platz. Jetzt irgendwas raus. Der Rödel läuft wieder. Ja, das läuft.
Vielleicht trenne ich da doch nochmal wieder auf den Förderbändern, dass wir da gar keine Probleme mit haben. Nee, ich glaube, es ist ja jetzt, es läuft ja jetzt. Ja, aber fragt sich, wie lange? Bis wieder vorläuft, dann haben wir einen Salat wieder. Nee, das Problem ist, das war jetzt einmal, weil sich jetzt einfach zu viel Kohle sich auf dem Förderband gefunden hat. Aber wenn das jetzt hier wieder läuft, dann ist das okay. Ich glaube, es kommt aber mehr Kohle an, oder nicht? Abwarten und Tee trinken nützt ja eh nichts. Dann ist das echt schieres Problem hier, Alter. Wo bist du? Ja. Yeah. Gib mir mal eben deinen Energiefragment, aber ich kann eigentlich täuschen ja zurück. Ich bin so gut wie über hier. Du auch immer wieder irgendwo rumschwirrst, du. Ach, da, ich seh dich. Lass mal die drei, die ich hatte, hier. Geh mal nach vorne. Und klau dir die da besser raus. Also ich brauch die hier. Wo hinten vorne? Wo willst du welche reintun? Ich habe die hier reingetan, weil sonst geht das mit uns durch die Produktion nicht richtig an. Hier wo hast du die reingetan? Hier? Hier jeweils ein. Hier zwei und hier noch ein. Theoretisch brauchst du nicht, weil die genau auf Auslastung der Dings mal da hinten ausgerichtet sind. Dann produzieren die nachher wieder zu viel und dann steht es wieder voll. Ich kann nachher wieder rausnehmen. Nimm mal vorne, da sind jetzt zu viele drin. All der Computer- und Platinengemüse da vorher bei der Kupferblech-Produktion. Da kannst du, da sind ganz viele drin, nimm mal da einen raus. Ja. Da hast du deine drei. Den Rest kannst du drin lassen, aber kann nimm dir da mal drei raus. Da kommen hier das Zeug auch abgearbeitet. Schrott. Komm, ich muss hier ein bisschen aufräumen, Alter. Das geht einfach so nicht. Zack, das weg. Zack, 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 zack. Komm, weg mit dem Short. Das Ding kann auch weg. Das auch da rein. Läuft. Feuerbänder ein bisschen aus. Also ein bisschen schneller. Ja. Ankommt. Läuft. Mhm. Jetzt wieder. Rückwärts und bergab oder wie war das? Genau, so oder so ähnlich. Mhm. Da kommt mein Zug.
voll. Auch langsam, wunderbar. So ein bisschen anstauen. Schön. So gefällt mir das. Kommt, wir haben schon MK4 Förderbänder. Wo kommt Kanister an? Aus dem hinteren. Scheiße. Mag, muss schnell sein. Aus. Ach, guck doch mal M3 rein, bitte. Ja, nicht mal 100, nicht mal 260 Dinger kriegst du mit. Na, guck. So. Ich hoffe, dass es langsam mal ein bisschen mehr von den Fässerchen mal ankommt. Ach, scheiße, halt, stopp. Ich wollte mal hier Energieschnecken rausnehmen. Wo hast du die reingetan, genau? Unten oder oben? Ja, unten. Und dann ganz rechts, wenn du von der Hub kommst, ganz auf der rechten Seite da, ist ein Miner und dahinter sind drei. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Das war alles mal so übersichtlich. Hast du denn leere Kanister jetzt schon gemacht? Na, läuft. Deswegen will ich noch ein paar von den Dings haben eben. Ein bisschen zügiger vorangeht. Ja. Du hast direkt mit jetzt in die Bahn reingeschmissen, das war direkt. Nee, die liegen jetzt gerade oben noch in einen so einen. Ich guck mal eben nach vorne, gibt es die Aluminiumbarren. Ja, die hätte ich auch nicht mitnehmen können gerade, oder? Ja, ist gut. Nee, ich komme jetzt nach vorne deswegen. Alles gut. Schau mir das mal an, wie das da eingeschweißt ist, was du da gearbeitet hast. Dass auch denn alles so top ist. Zu. Nein, ist gerade weg. Shit. Mein Autochen wieder. Das reicht, mit dem Auto müsste auch relativ schnell langfahren können, oder? Ja, wir haben es ja so gut ausgebaut, dass du ja wirklich eigentlich gut dran kommst. Hast recht, hätte die auch gerade machen können. Egal. Alles gut. Ich komme jetzt. Da mal oben aufs Dach und dann geht er los. Ich würde mal sogar mit dieser Rundumleuchte, die der da draußen immer am Dach packt, einfach. Ganz trocken. Ja.
Unten oder oben? Oben. Du musst mir da mal zeigen, wie man was beschriftet. Ich will die Hyperloops eben beschriften. Ich gucke jedes Mal drauf, welcher wohin geht. Ja. Jetzt mal eben. Da bist du. Hallo. Hallo. Gib mir mal eben das Alu. Nimm ich das mit. Ja. Wenn du mal eben kurz noch da reinguckst, kannst du sehen, wie viele Kanister ich in der Zeit produziert habe. Wo? Da, hier in den. Da kannst du eben reingucken, dann siehst du jetzt mehr als 20, ja. 200 sind es schon geworden jetzt. Ja, super. Produziert aber oben noch. Wenn du mir mal kurz mein Alu gibst. Ja. Ich bin sehr verbunden. Willst du das einfach in eine Kiste schmeißen? Ja, genau. Das war meine Idee. Du kannst mit Steuerung und dann auf ein Item klicken und dann nimmt er alles, was der Rüstung. So, bitte. Ich nehme die wieder mit. Okay. Wo hast du denn die Kunststoffdinger hin? Was? Dann darf was du die leeren Kanister. Das sieht bei mir um am Hub produzieren, in so einem extra Dinger nehmt. So. Da brauche ich jetzt keine extra Produktion für, weil die nur, weiß nicht, 2.000, 3.000 Stück produzieren muss. Das lohnt einfach vorne und hinten nicht. Ich hätte aber noch so viel Kunststoff, den klopp ich da gerade durch. Ja, nee, wichtig ist, dass er das jetzt eben mitnimmt. Die ganzen Dinger. Gehe ich davon aus, wenn er da ist, soll er das wohl mitnehmen. Ja. Ja, super. Ja, so, noch was? Ne, brauche ich jetzt aktuell hier nichts. Ich hoffe, dass ja, wenn die das Öl kommt, dass das dann endlich hinten mal weitergeht, dass diese Baustelle auch hier fertig wird. Jetzt einfach. Ja. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach hinten wieder und. Ja. Wir trinken nochmal einen Schluck. Ja, würde ich sagen, beenden wir das erstmal für heute, würde ich sagen. Das passt ja. Wie Arsch auf einmal, genau. Ja, das war's auch mit dieser wöchentlichen Session von Satisfactory. Wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaut auf jeden Fall auch bei den nächsten Folgen vorbei, wenn es richtig weitergeht. Und würde ich sagen, wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.